Ja, selten hat man so einen guten Antworttext dabei. Ich habe auch einen Luther-Text. Und ich weiß, ihr werdet jetzt, jetzt ist die Eskalationsstufe erreicht. Und nochmal Luther, yeah! Aber ich dachte mir, ach, scheiß doch drauf. Ich hab Luther mit einem amerikanischen Blockbuster gekreuzt. Und welcher das ist, werdet ihr, glaube ich, im Laufe des Textes rausfinden. Seine Kammer ist kaum größer als eine Gefängniszelle. Der Bauernsohn Martin Luther hockt hier übernächtigt und in schummriges Kerzenlicht getaucht über einem schmalen Pult und studiert Bibelverse. Er zittert und schwitzt dabei, denn er nimmt an, dass das, was da vor ihm liegt, das Wort Gottes ist. Und er, der erste würdige Mensch, der in seiner heißgeliebten Muttersprache das Deutsche überträgt. Gerade ist er bei 1. Korinther 13 angelangt. Und wenn ich prophetisch reden könnte und wüsste alle Geheimnisse und alle Erkenntnis und hätte allen Glauben, sodass ich Berge versetzen könnte und hätte der Liebe nicht, so wäre ich nichts. Ein Hochgefühl erfasst ihn, ein Rausch. Er meint zu spüren, wie göttliche Liebe ihn durchströmt. Da wird mit einem heftigen Schlag die Tür aufgestoßen. Holzsplitter sausen durch die Luft und Luther, geistesgegenwärtig, reißt die griechische Bibel als Schutzschild in die Höhe. Sie wird von mehreren geschossartigen Splittern durchbohrt. Auf der Türschwelle steht ein Koloss von einem Mann. Seine Augen sind durch eine Brille mit dunklen Gläsern abgeschirmt. Von seinen überbreiten Schultern fällt ein schwarz schimmernder Mantel herab. Martin Luther, fragt er, Sie sind in Gefahr. Wer sind Sie? Ich, sagt der Mann, während der Luther mit einem Arm packt und über die Schulter wirft, bin der Reformator. Ein kräftiger Wind peitscht Luther ins Gesicht, als die Stufen der Wartburg herabeilen. Die Dämmerung hat eingesetzt und die Stadt Eisenach liegt vor ihm im Tal in dichten Nebel gehüllt. Der Reformator rümpft die Nase. Weihrauch, er ist bereits hier. Wer ist hier? Es ist wirklich kompliziert, das zu erklären. Der Reformator zieht ein doppelläufiges Eisenrohr unter seinem Mantel hervor und drückt es Luther in die Hand. Das hier nennt sich Pumpgun. Wenn er in Sichtweite ist, diesen Abzug hier drücken. Wer ist denn nun er? Der Reformator seufzt. Im Jahr 2230 hat die katholische Kirche einen Roboter zurück in diese Zeit geschickt, mit dem Auftrag, sie, Martin Luther, zu eliminieren und damit die Reformation ungeschehen zu machen. Zur gleichen Zeit hat die evangelische Kirche mich losgeschickt, um sie zu schützen. Luther macht einen verwirrten Eindruck. Wer oder was ist die evangelische Kirche? Ich hab doch gesagt, es ist kompliziert. Grelle Blitze durchzucken den dunkelgrauen Abendhimmel, dicht gefolgt von grollenden Donnerschlägen. Dann ist es kurz still, als aus der Ferne mit einem Mal glockenhelle Knabenstimmen erklingen. Pater noster, qui es in celis. Luther, ein Leben lang auf Verse wie diese getrimmt, ist drauf und dran einzusteigen, doch der Reformator fährt dazwischen. Seine Ministranten, das ist eine Falle. Der Gesang verstummt und Regen setzt ein, dicke Tropfen klatschen auf Luthers ungewaschenen Haare. Päpstliches Weihwasser, grummelt der Reformator, es soll uns gefügig machen. Der Papst? Luther spuckt verächtlich aus und lädt dabei die Pumpgun durch. Soll er nur kommen. Dort unten, ruft der Reformator, am Fuße des Hügels hat sich eine Schar von Knaben in Messdienergewändern gesammelt. In ihrer Mitte läuft ein hochgewachsener Mann, gekleidet in ein scharlachrotes Kardinalsgewand. Lass dich nicht täuschen von seiner Kleidung und der menschlichen Haut. Sein Inneres ist eine Maschine aus Metall, kalt und erbarmungslos. Nun, das wundert mich nicht bei einem katholischen Priester, murmelt Luther die Pumpkin im Anschlag, fasst die Ministranten ins Auge und drückt ab. Die Schar der Messdiener stiebt auseinander, der Kardinal fliegt meterweit zurück. Diese Waffe ist ja ein Wunderwerk, ein Geschenk Gottes. Das kannst du laut sagen, murmelt der Reformator. Wenn ich das nur im Kampf gegen die Hexen hätte oder die Juden. Über deine mittelalterlichen Ansichten zu Hexen und Juden reden wir später noch, ja? Der da ist noch lange nicht am Ende. Der Reformator deutet auf die zuckende Gestalt in Kardinalskostüm. Sie bäumt sich auf. Ein Großteil der Haut hat sich abgelöst. Eingerahmt von nacktem Stahl blicken glühend rote Augen den Hügel hinauf. Der Kardinal reißt den Mund auf und pfeilschnelle Scheiben treten aus, die direkt auf Luther zuschießen. Duck dich! Ruft der Reformator und reißt Luther zu Boden. Das sind Oblatengeschosse, nur dass sie sich bei Glockenschlag nicht in den Leib Christi verwandeln, sondern sie explodieren. Luther zieht den Kopf ein, über ihm kracht und donnert es. Haben wir denn gar nichts weiter entgegenzusetzen? Es tut mir leid, wir Evangelisten sind da eher minimalistisch veranlagt. Und was ist mit der Kraft unseres Glaubens? Um ehrlich zu sein, ist das einzige von echter Kraft unsere Kirchensteuer. Ah, ruft Luther empört aus. Und dafür all meine Entbehrungen? Er springt auf. Sein wild entschlossener Blick fällt den Hügel hinab in die ausdruckslose Fratze des Roboters. Nimm dies, murmelt Luther und greift in seine Manteltasche. Er zieht eine Handschriftenrolle heraus, die dramatisch im Wind flattert. Die Thesen, keucht der Reformator. Der Kardinal am Fuße des Hügels setzt zum Sprint an. Seine kleinen Düsen fahren aus und lassen ihn in übermenschlicher Geschwindigkeit auf Luther zurasen. Der steht wie ein Fels unterhalb der Wartburg und liest die erste These. Die Bewegungen des Roboters verlangsamen sich. Es wirkt, brüllt der Reformator. Es folgen die zweite und die dritte. Mit jedem der herausgeschmetterten Lutherworte erlahmen die Bewegungen und kommen schließlich bei These 94 zum Erliegen. Der Roboter ist bis auf wenige Zentimeter an Luther herangekrochen. Luther umkreist ihn. Statt These 95 murmelt er leise: Hasta la vista, Baby.
Daraufhin zerfällt das Konstrukt aus der Zukunft zu Staub und Asche. Der Reformator richtet sich auf. Erstaunlich, über 700 Jahre später und die Thesen entfalten noch immer ihre Wirkkraft. Das muss ein Fehler an der katholischen Software sein. Er nimmt seine Brille ab und schaut auf Luther hinunter. Martin, es war mir eine Ehre, Seite an Seite mit dir zu kämpfen. Wenn du dich in Zukunft ein bisschen lockerer machst, verhinderst du vielleicht den Deutschen Bauernkrieg und den 30-Jährigen gleich mit. Luther schluckt. 30 Jahre Krieg? Wegen meiner Thesen? Nun, wer weiß das schon. Ob der Lauf der Geschichte sich tatsächlich an einem einzelnen Schicksal entzündet oder ohnehin seinen Weg bahnt, das werden wir heute zum Glück nicht erfahren. Und denk daran. Der Reformator kniet nieder und grelle Lichtblitze umgeben ihn. I'll be back. Luther ist geblendet und muss sich abwenden. Als er wieder aufsieht, ist der Reformator verschwunden. Aber seine Brille liegt noch im Gras. Luther bückt sich vorsichtig nach ihr und setzt sie auf. Die Abendsonne ist durch die Wolken gebrochen und lässt sein Antlitz erstrahlen. Weil Luther Luther ist, zitierte ein Bibelvers. Nun aber bleibt Glaube, Liebe, Hoffnung, diese drei. Aber die Liebe ist die größte unter ihnen. Und dann wendet er sich ab und geht wieder hinauf zur Wartburg. Der Weg ist steinig, aber er geht ihn aufrecht und mit Würde. Dankeschön. Friedrich Herrmann.